Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Warhammer 40.000 Gladius Relics of War mit den neuen Tau. Ich habe euch beim letzten Mal schon mal grob gezeigt, wie die Tau mal so grundlegend funktionieren und sie unterscheiden sich schon mal grundlegend von den anderen Fraktionen und ich finde, dass ihre Spielmechanik eine sehr, sehr spaßige ist. So, zumindest auf den ersten Blick. Was ist denn das hier? Mehr Trefferpunkte könnten wir uns hier holen. Problem ist bloß, die werden das hier relativ schnell wieder zurückholen. Ich werde einfach mal mich nur mal umschauen. Oh, das ist ein imperiales Eden. Die Jungs hier sollten sich nochmal ein bisschen regenerieren. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch nochmal ein bisschen umzuschauen. Findet hier noch mehr Gegner? Ja, mir geht es erstmal wirklich nur darum, überhaupt mal, ja, Dinge überhaupt zu finden. Das ist momentan jetzt hier so mein Hauptplan. Ich möchte mich umschauen mit denen. Das sind nicht mal meine Haupteinheiten. Es sind ja nur Hilfstruppen und dafür hat man auch Hilfstruppen. Betrachtet das Ganze quasi im klassischen Sinne. Ah, die sind jetzt da voll reingerannt in unser Abwehrfeuer. Das war für sie natürlich jetzt eher ein bisschen ungünstig. So, und jetzt haben die eine coole Fähigkeit. Ich käme ja ansonsten jetzt hier kaum raus. Aber ich mache jetzt einfach hier den Jump und bin weg. Und kann sie dadurch jetzt hier retten. So, kann ich die eigentlich niederstrecken? Ich werde es versuchen. Weil ich hätte ganz, ganz gerne hier dieses Feld. Das bringt Nahrung und Einfluss. Und Einfluss ist für uns natürlich, wie ihr schon gemerkt habt, die absolut obergeilste Sache der Welt. So, das hier bringt uns übrigens auch Einfluss, deswegen will ich das unbedingt haben. So, du musst danach noch hier hin deine Position sichern. Meine Drohne ist verschwunden. Ich wusste nicht, dass die irgendwann verschwinden. Ah, drei Runden lang. Okay, sie sind nur drei Runden lang da. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. So. Da kommen jetzt wieder welche und wollen sie wieder was wegnehmen. Oh, das sind die Gedankenschinder. Nein, es ist passiert. Sie, ja, ihr seht, und es, wir können aber auch diese Einheiten wieder verlieren. Aber wir würden sie wieder zurückbekommen, wenn wir sie natürlich uns zurückholen wollten. So, jetzt mache ich Folgendes, Leute. Ich mache das da, markiere sie hier, gehe jetzt mit der Drohne hier an die Flanke. Machen wir den Drohnen hier schon mal ein Feuer. Ihr seht, die Drohne fängt jetzt hier schon mal das Abwehrfeuer von denen hier ab. Greift die danach an. Und jetzt kann ich hier mit denen hier ranrücken und habe dadurch meine eigentlichen Kämpfer ein bisschen geschont. So, jetzt gehe ich mit denen hier noch dahin. Greife hier ebenfalls noch an. Obwohl die angeschlagen sind. Aber ich kann nicht alle von denen übernehmen, ne? Also ihr seht, das kostet auch einfach zu viel. Irgendwann muss man auch einfach mal ein bisschen sparsam sein. So, Position eingenommen. Und Feuer. Abhauen kann ich immer noch gleich. So, du solltest da noch hochgehen. Machst danach erstmal einen auf heile, heile Segen. Hier kann ich noch eine Einheit befehligen. Ich kann jetzt hier noch die Blendgranate werfen, wie ihr seht. Wups. Das geht übrigens nur aufs nächste Nähe, wie ihr sehen könnt, ne? Nicht anders. Und jetzt kann ich hier noch die Stadt befehligen. Jetzt kann ich hier den ersten TX4 Piranha produzieren. So, und ich mache natürlich auch noch mal ein paar Feuerkrieger uns holen. Dann würde ich mal sagen, wir brauchen ein Gebäude für mehr Einfluss. Die Frage ist, ob wir irgendwo mehr Einfluss bekommen. Nicht hier im direkten Umkreis. Aber wir können auf jeden Fall hier eine ganze Menge an Forschung noch machen. Und Forschung würde uns sicherlich auch gut zu Gesicht stehen. So, Zug beenden. Das Coole ist halt, die Dinger leben halt auch wirklich nur drei Runden. Ne? Und deswegen ist es eigentlich egal, wenn die angegriffen werden. Commander wie Shadow Sun und Pure Tide sind Persönlichkeiten, wie es nur selten welche gibt. Sie wurden von den Himmlischen zu schillernden Beispielen all dessen geformt, was wahrhaftige gute Tau ausmacht. Die Vorbilder, wie diese jedoch rar gesät sind, werden in den Zeiten der Untätigkeit in einer Stasis versetzt, bis ihre Dienste wieder benötigt werden. Ja, und diese Zeit ist jetzt wohl bekommen. Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Helden zu rekrutieren demnächst. So, du feuerst... Ne, warte mal. Doch, doch, du feuerst jetzt hier drauf, weil die sind jetzt eigentlich ja gleich erledigt. Wobei, ich könnte sie mir tatsächlich jetzt gönnen. Oder will ich mir die da oben? Ne, ich gönne mir die da oben. Ich gönne mir... Ach, das kostet 66. Ihr wollt mich doch verarschen. Dann machen wir es ganz einfach. Du feuerst jetzt erstmal da drauf. Du feuerst da drauf.
Und wenn ich Glück habe, sind die einfach dadurch jetzt schon mal weg und dann muss ich mit denen hier gar nicht vorne bleiben. So, ich habe ein Achievement bekommen. Feuer, unterstützende Feuerkrieger. Yeah, das war wohl, glaube ich, der Unterstützungsbonus. Durch Nicht-Angrenzende. Die Nicht-Angrenzenden haben anscheinend jetzt hier irgendwie unterstützt. Die haben ein bisschen Schaden gemacht. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, es hat funktioniert. Es hat funktioniert und das ist das Wichtigste. So, die regenerieren hier. Forschung können wir jetzt noch auswählen. Ach, ich habe da oben den Angriff noch ausgewählt, genau. So, geteiltes Wissen. Da kann ich einfach Forschung kaufen. Punktverteidigungszielrelais werden jetzt als nächstes erforscht. Das heißt, die Fahrzeuge können diese Fähigkeit auch einsetzen. Und unser Haus hat, unser Gebäude hat echt eine große Reichweite, wie ihr seht, ne? Dies ist echt nicht schlecht. Feuer. So, du musst noch dahin. Du gehst noch dahin. Kannst da noch das Feuer drauf eröffnen. Du feuerst auch noch drauf. Und es ist nochmal einer kaputt. Also wir haben schon ein Drittel von denen jetzt hier runtergehauen. Jetzt hole ich mir die Jungs. Dann bekämpfen die jetzt hier nicht mehr. Ihr heilt euch. Und die sind jetzt hier für mich eine Möglichkeit, gleich wieder was Neues zu erobern. Ich möchte endlich einfach mal da oben meine Ecke haben, wisst ihr? Einfach mal eine Ecke, in die ich mich reinkuscheln kann, ohne dass mir irgendjemand auf den Zeiger geht. Das bringt mir jetzt hier einen Forschungsbonus. Deswegen baue ich jetzt hier das Forschungsgebäude rein. So, hier sind wir fertig. Du gehst jetzt tatsächlich dahin. Entdeckst es noch mehr von denen. Du bist jetzt hier drin und regenerierst. Die sind hier übrigens immer noch da. Ach nee, die haben die jetzt echt übernommen. Krass. Ja, das wird ihnen nicht viel helfen. Ich mache jetzt die fertig. Ich mache die jetzt einfach fertig. Ich wusste nicht, dass das geht. Dass sie die einfach übernehmen. Aber die bleiben dadurch jetzt... Nee, die sind jetzt wieder befreundet. Okay, die sind jetzt wieder nett. Das finde ich persönlich dann auch sehr nett. Oh, dann gehen wir noch hier rein und dann haben wir das jetzt hier wieder zurückerobert. Gut. Zug beenden. Wir müssen halt einfach quasi jetzt unseren Hinterhof erstmal so ein bisschen in den Griff bekommen. Aber es scheint jetzt so langsam aber sicher, dank einer ganzen Menge an Hilfstruppen, so langsam aber sicher möglich zu werden. Ah, der ist jetzt hier despawned, wie auch erwartet. Hier kann ich nicht drauf schießen. Hier kann ich auch nicht drauf schießen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß echt nicht warum ich nicht auf die schießen kann. Ach nee, weil es meine sind. Ich bin so doof. Es sind meine. Ja, da bin ich selbst schuld. Ich gebe es ja zu. Das war ziemlich dusselig. Irgendeinem Grund hatte ich gerade eben vergessen, dass es meine sind. Kann man aber auch durcheinander geraten. So, das ist das der erste TX4 Piranha. Ich muss zugeben, ich hatte dieses Fahrzeug noch nie. Ich weiß nicht, was es kann. Es kann aber auch eine Angriffsdrohne aufstellen, wie ihr seht. Und diese Angriffsdrohne findet jetzt hier gleich schon mal einen Gegner. Und dadurch wissen wir jetzt auch gleich, dass das auch schon Abwehrfeuer auslösen kann. So, wir haben jetzt hier nochmal ein paar Feuerkrieger, die auch nochmal eine Drohne aufstellen. So. Und ich kann die sogar noch jetzt hier markieren. Und dann können sie die Drohnen schon mal ein bisschen anfangen aufzuräumen. Nummer 1. Nummer 2. Und das Fahrzeug fliegt jetzt eiskalt mal da hoch und nimmt das ein und schießt es da runter. So, ich muss gerade mal gucken, gegen was das Ding eigentlich geht. Es hat, glaube ich, eher Panzerungsdurchschlag. So, du gehst jetzt hier an die voll an die ran und schießt aus nächster Nähe. Dann kannst du danach nochmal die Blendgranate werfen. Und zack. Und ja, du kannst jetzt eigentlich nur noch dahin. Du umzingelst die von der Position aus. Also ihr seht, was man mit denen jetzt halt echt machen kann. Und auf einmal haben wir hier dieses mega geile Gewusle. So, du gehst da noch hin. Ich will die jetzt endlich auseinandernehmen. Na also, endlich mal ein paar XP für unsere Leute. Das ist endlich mal ein bisschen zufriedenstellend. So, ich mach nochmal einen Feuerkrieger, nochmal so ein Fahrzeug.
Und so langsam sicher geht uns das Erz und die Energie aus. Also ich muss demnächst noch mal was machen, um Energie zu erzeugen. Punktverteidigungsziele-Relais wurden dafür konzipiert, Einheiten der Feuerkaste in der Nähe mit starken Deckungsfeuer zu unterstützen. Das Punktverteidigungsziele-Relais visiert automatisch Ziele an und attackiert Gegner, die versuchen anzugreifen. Außerdem haben wir so Kapitel 2 freigeschaltet, Tugend vor Pflicht. Als sie gerade in ihren Kammern meditieren, nehmen sie einen süßlichen Geruch wahr, den sie nur allzu gut kennen. Er kündet von der Ankunft des ranghöchsten Himmlischen, ihrer Arche, bei dem es sich um den pragmatischen Aun Dake handelt. Commander, die Sterne sind eigentümlich, so Aun Dake. Wir irren orientierungslos in Raum und Zeit umher und unsere Heimatwelten sind verloren. Womöglich sind wir die letzten Tau. Sie spüren, dass er die Wahrheit sagt. Dann blickt er sie mit eiserner Miene an und sagt: Wir baten aus gutem Grund um die Eliminierung der Hilfstruppen. Wir konnten es uns nicht leisten, ein unnötiges Risiko einzugehen. Ihr Handeln hat unsere gesamten Zivilisation in Gefahr gebracht, auch wenn es ihnen darum ging, das Gute zu stärken. Er befiehlt ihnen, alle Hilfstruppen oder Tau mit physischen, mentalen oder seelischen Anzeichen einer Korrumpierung zu töten. Als er geht, fügt er noch hinzu: Bessere Führung könnte ihnen nicht schaden. Lassen Sie die Stasis-Pods nach unten bringen. Okay, warte mal, richten Sie das Shan'ar-Tol Stasis. Okay, zum Glück verliere ich meine Hilfstruppen nicht wirklich. Das wäre jetzt ein echter Downer. Du bist bald geheilt. Bewege dich dahin. Ich will wissen, was da los ist schon wieder. Bewege dich dahin. Da oben gibt es halt auch noch ein paar interessante Sachen zu holen. Ich spring mal direkt da drauf. Ah, und schon habe ich hier ein paar Viecher umgangen. Witzig. So, ich gehe jetzt hier hin. Hol mir das. Jetzt habe ich mehr Trefferpunkte. Die Drohnen bewege ich jetzt auch da hoch. Das Fahrzeug kann ich dahin bewegen und schon mal dahin feuern. Du gehst hier hin, kannst auch mal eine Drohne dahin spucken. Es werden sehr viele Einheiten, auf die jetzt gleich noch schießen. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal diese Unterstützung. Feuer. Feuer. Ihr könnt nicht, okay. Dann müsst ihr das machen. Dann habe ich das gerade eben irgendwie verwechselt. Anscheinend haben schon einige geschossen gehabt. Also ich dachte, einer hätte geschossen, aber ich wusste nicht, dass es so viele waren. Die Frage ist halt, ob ich die jetzt mir lieber kaufe oder lieber bekämpfe. Ganz im Ernst, ich kaufe sie lieber. Das kann ich nämlich dir sogar noch einsperren. Die Kruthunde machen im Nahkampf hier an ihren eigenen Kollegen sau viel Schaden, wie ihr seht. Das habe ich doch Kruthunde gekauft mal. Und jetzt kann ich sie hier wegmachen. Es gibt übrigens ein Achievement, wenn man mit Gruthunden Gruthunde tötet. Das heißt, glaube ich, Dogfight oder sowas. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, aber das habe ich beim Testplay oder beim Playtesten habe ich das bekommen. So, ich gönne mir jetzt hier mal das nächste Gebiet, denn mehr kann ich mir gerade eben gar nicht leisten. Muss ein bisschen sparen. Und Forschung ist abgeschlossen. Wir müssen so schnell wie möglich zur Builder-Drone kommen, deswegen gönne ich mir jetzt hier Speer, die nächste Einheit. Und dann können wir dann auch schon zur Builder-Drone weitergehen. Jetzt bewegen sie sich. Ich habe mich schon gefragt, wann das passiert. Oh, guck mal, wer da oben ist. Das Geile ist halt, die greifen halt aus irgendeinem Grund tendenziell eher die Drohnen an, habe ich immer so das Gefühl. Es kann auch sein, dass ich mich irre, dass es nur ein Gefühl ist. So. Wie viel Schaden machst du da? 2. Hier machst du 1,5. Geh jetzt mit denen dahin. Die werden jetzt den Abwehrfeuer machen. I know, aber das ist mir egal. Mit der Drohne gehe ich jetzt noch hier hin. Feuer frei. Feuer frei. Will die jetzt hier einfach dezimieren.
Gleich haben wir's. Und die Feuerkrieger noch und die machen es voll weg. Das waren nochmal ein paar XP für unsere Leute. Also ihr seht, wir haben so ein bisschen so die Strategie Ameisenschwarm jetzt entwickelt. Wenn man sehr früh sehr viel Einfluss bekommt, kann man da eine ganze Menge erreichen. So, die Jungs können das jetzt hier wieder einnehmen. Das ist gut. Euch stelle ich direkt dahinter, weil die machen nämlich auch Abwehrfeuer über ein Feld hinaus. Ihr bewacht diese Position. Ihr fliegt da hoch. Wir müssen uns auch um diese blöden Enslaver hier kümmern. Die werden auch noch ein Thema werden. So, und ich würde sagen, die sind ab jetzt definitiv Thema. Wir greifen sie jetzt schon mal an. Die Kruthunde. Ich weiß gar nicht, wie die Kruthunde gegen die im Nahkampf performen. Ich versuche es einfach mal. Ja, es ist eher so okay als wirklich begeisterungswürdig. Oh, und wir haben jetzt hier tatsächlich schon mal den ersten Gegner entdeckt. Sieht aus wie Chaos. So, der erste, der jetzt hier schon mal drauf geht, der kann von... Oh, shit, da hat es tatsächlich noch Kruthunde. Na egal, dann bleibe ich einfach da. Du gehst jetzt da hin und feuerst. Kann aber auch einfach hier drüber fliegen, wisst ihr, und dann von der anderen Seite aus angreifen. Bin ich auch schmerzbefreit, was das angeht. Und ich muss die halt auseinandernehmen, bevor die halt anfangen, irgendwie Mist zu bauen. Ah, das war ein Fehler. Ach, ich habe die verwechselt. Das ist nicht die Einheit, die... Naja. Ich habe gerade eben gedacht, das sind Feuerkrieger. Waren aber keine Feuerkrieger. So, du hältst die Stellung, du hältst die Stellung. Dir geht's gut. Du kannst also quasi dann mal da runter laufen und dich mal hier umschauen. Die Stadt hier hat ein neues Gebiet sich einverleibt. Wir werden uns noch mehr Gebiete jetzt einverleiben, solange bis ich was bauen kann. Ja, ja, das ist die Drohne versklavt, aber wenn er meint, dass ihm das irgendwie ein Trost ist. Speer! Nichts könnte die Essenz des höheren Wohls besser zum Ausdruck bringen als ein mutiger Speer, der den Strahl seines Zielmarkierers auf ein fernes, wichtiges Ziel richtet. Selbst wenn seine eigene Stellung vom Feind überrannt wird. Tatsächlich sind die Einsätze der Speer eine strategische Verkörperung von Tauwa, da ihre Schlüsselrolle nicht darin besteht, den Gegner direkt anzugreifen, sondern die Fähigkeiten ihrer Kameraden zu optimieren. Entschuldigung. Damit sie die maximale Effizienz zuschlagen können. Zu diesem Zwecke sind Späher mit Zielmarkierungen ausgerüstet und werden häufig von den verschiedensten hochspezialisierten Drohnen begleitet, die Feuerunterstützung leisten und als Drop-Beacons fungieren. Ja, das sind die Jungs jetzt hier, die können auch noch weiter verbessert werden, wie ihr seht. Haben nur 9 Hitpoints, sind also nicht besonders stark. Können auch noch Transporterfelder haben, okay. Sind aber auch relativ teuer in der Herstellung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das hat mich sehr überrascht, das werdet ihr nachher noch eventuell sehen. Die Kruthunde greifen jetzt erstmal an. Die Drohne ist ja jetzt böse. Jetzt nicht mehr, jetzt ist sie wieder frei. Du gehst jetzt dahin, kannst den Kruthund hier angreifen. Du gehst jetzt dahin, nimmst das jetzt hier ein. Du kannst jetzt von da aus... Ah ne, du gehst jetzt außen rum, genau. Du gehst dahin, schießt da noch mit drauf. Ja, das wird für die Kruthunde nicht gut enden. Du gehst hier weiter gucken. Ich glaube, dass ich das tatsächlich wagen kann. Ja, kann ich. Denn die Einheit, die jetzt hier ist, das wird meine. Ah, shit, nee, kann ich nicht. Die ist noch zu gut. So, die Builder-Drone für unsere nächste Stadt muss jetzt hier geplant und gebaut werden. Aber jetzt kann ich den hier theoretisch an das Fell brennen, damit die nicht gleich so stark sind. Und wir beten den Zug. Na, man sieht, ne, die Vespiden sind einfach besser, wenn es darum geht, den Nahkampf auszuhalten. Das ist ein riesiger Vorteil. So, es geht die Wauzis hier außen rum. Und wenn ich dieses Achievement nicht schon hätte, hätte ich es jetzt. So.
mal mit euch da gucken, was da ist. Ich kann jetzt auch, generell schicke ich jetzt, glaube ich, erstmal eine Drohne darunter. Und damit habe ich jetzt hier die Rudis, Chaos Space Marines, vom Rudi-Clan gefunden. Ja, die Drohne kostet mich nichts, deswegen schicke ich die jetzt einfach darunter. Und kann jetzt mit den... Ach Gott, guck mal, wer sich da schon wieder irgendwo reingestellt hat. Nerviges Volk. Du jumpst tatsächlich dahin. Ich will, dass die das jetzt hier echt sein lassen, die Penner. Feuer. Angriff. Und Angriff. Also ich habe das Gefühl, dass diese Teile hier tendenziell eher wahrscheinlich gegen Fahrzeuge geeignet sind. Die können natürlich nicht, die haben schon. Da ist der nächste Feuerkrieger am Start, den ich jetzt dahin schicke, eine Drohne auspacken lasse. Und da ist das nächste Fahrzeug am Start, das lasse ich auch eine Drohne auspacken. Einfach nur, um zu gucken, was da unten noch so kommt. Pure Neugier führt mich darunter. Und es scheint eroberbar zu sein. Das Gelände. So, ich kann die direkt drauf spawnen lassen, so wie es aussieht. Aber dadurch, und es wird direkt dadurch auch noch eingenommen. Ist ja geil. Dann nehmen wir das hier noch ein. Was bringt uns das Teil hier? Oh, mehr Loyalität und 10% mehr Bedarfsgüter. Das gefällt mir auch. Die Drohne hier bewegt sich dahin. Das ist nochmal so ein Teil. Nochmal 10% mehr Schaden nehme ich auch gerne. Du gehst da weiter runter. Du gehst da weiter runter. Und du gehst da weiter runter. So langsam aber sicher fangen wir an, jetzt hier richtig auszuschwärmen. Ja, ich kann das hier nicht machen. Ich hole mir allerdings noch mal einen Feuerkrieger. Der zum Glück... Ah doch, der kostet... Nee, der kostet auch Erz. Ich muss aufpassen mit dem Erz. Denn ich muss demnächst auch echt mal ein paar Gebäude bauen. Apropos Dinge bauen. Will ich Kruthunde mir holen? Ich weiß es nicht. Ich denke... Kruthunde eher nicht. Die darf ich nicht. Das ist die falsche Art von... Einheit. Ne, ich spare tatsächlich mal meinen Einfluss. Ich spare ihn. Du kannst jetzt noch ein Feld dir gönnen. Und dann beenden wir den Zug. Ah, das sind die ersten Chaoten. So sehen übrigens die kleinen Drohnen aus. Und die sind überraschend resistent gegen Nahkampfangriffe. Wahrscheinlich, wenn man sie kaum erwischt. Sind das hier viele Kruthunde? Sind das hier viele Kruthunde? Gefühlt ist die halbe Map voll mit dem Scheiß. Okay. Fangen wir mal damit an, dir zu beschießen. Feuer. Da ist noch die Granate drauf. Sind sie auch niedergehalten und... Bäm. Kann ich hier noch mit draufhalten, dann sind die schon mal weg. Kann ich eigentlich noch mal eine Drohne kommen lassen von irgendjemandem? Nee, hier gerade eben nicht. Okay. Der Flieger. Das sind eine Menge Gegner. Fangen wir mal mit den Kruthunden hier an. Gedankenschinder sind hier auch. Aber ich weiß, was ich mache. Gönnen wir die da. Habe ich schon mal einen Teil der Gegner jetzt einfach mal zum Teufel gejagt, die mir auf den Keks gehen können. Ihr geht dahin, ballert die weg. Du gehst dahin, hältst du noch mit drauf. Und damit ist schon mal ein Kruthund-Verein erledigt. So, dich ziehe ich zurück, weil ich dich nicht verlieren will. Du kannst sie direkt schon angreifen, was ich witzig finde. Die haben also nicht geschossen. Ich bekomme also direkt auch ihre Aktionspunkte geschenkt. Sag ich nicht nein, sag ich nicht nein. Wie weit kannst du fliegen? Na, nicht weit genug.
Aber ich komme mit ihm jetzt mal. Oh, bis da hinten, komm. Ne, komme ich nicht. Kann nur so weit fliegen. Und schon sehe ich da irgendwie so ein Chaos-Hexer oder was auch immer das ist. Die Drohne. Fahrt nochmal auf die. Ja, die Drohnen sind echt überraschend gut, ne? Wie man gerade sieht. So, ihr geht dahin, ihr geht da rein. Ach, guck mal, wer da ist. Und erledigt. So, ihr geht hier noch hin. Ist eigentlich eine gute Verteidigungsstellung. Position. Reparieren. Position halten. Und auch nicht immer sinnlos die Drohnen quasi auspacken, ne? Sondern manchmal ist es ganz sinnvoll, sie dann zu holen, wenn man sie gerade braucht. So, ich könnte jetzt hier den ersten davon holen, aber ich brauche tendenziell erstmal mehr Erz. Wo bekomme ich mehr Erz? Hier bekomme ich auch mehr Erz. Also baue ich es da rein. So, Zug beenden. Danach brauche ich mehr Energie. Aber eins nach dem anderen. Chaos hat da drüben, glaube ich, nochmal ein Städtchen. Die haben bloß schon mal in unsere Richtung expandiert. Na gut, da werden wir wohl beim nächsten Mal darüber nachdenken müssen, wie wir das Ganze jetzt hier dann deichseln werden. Denn dann werden wir auch sehr, sehr bald in 2 Turns unsere erste Builder-Drone bauen können. Das heißt, wir können auch unsere zweite Stadt theoretisch schon mal planen. Ich sage dann jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüssi und Ade.